Stillen ist wichtig, weil es optimal an die Bedürfnisse des Babys angepasst ist und interessanterweise verändert sich die Muttermilch auch mit zunehmendem Alter des Babys. Man weiß heute aus Studien, dass Stillen respektive Muttermilch Kinder dazu bringt, dass sie mehr Lebensmittel mögen, wenn sie größer sind, weil die Muttermilch immer wieder anders schmeckt. Und man weiß auch, dass gewisse Krankheiten wie Übergewicht später im Alter oder auch gewisse Autoimmunerkrankungen bei gestillten Kindern weniger häufig auftreten. Andererseits sind die heutigen Flaschenmilchen sehr gut an die Bedürfnisse des Babys angepasst und eine Mutter, die nicht stillen will oder die nicht stillen kann, muss heute kein schlechtes Gewissen haben. Ihr Kind wird auch ohne Muttermilch groß und stark und gesund. Sowohl die Muttermilch als auch die Babysäuglingsmilch enthalten alles, was ein Baby in den ersten 6 Lebensmonaten braucht. Es gibt Zutaten, die sehr wichtig sind in einem Babybrei, beispielsweise verschiedene Gemüse oder auch Früchte, besser püriert, damit sie weniger Allergien auslösen können. Wichtig ist auch, dass ein Baby Fleisch bekommt, aber am besten Biofleisch, damit es weniger Schadstoffe hat. Und heute empfiehlt man auch Fisch ab dem 7. Lebensmonat, weil dies offenbar das Allergierisiko senken kann, später im Leben eine Allergie zu entwickeln. Gewisse Inhaltsstoffe haben allerdings in einem Babybrei nichts verloren. Das wären Salz und Zucker, weil ein Kind sehr viele Geschmacksknospen auf der Zunge hat und der Eigengeschmack der Speisen deshalb für das Baby ausreicht. Man muss auch aufpassen mit nitratreichen Gemüsen, beispielsweise Randen, damit man davon nicht zu viel verwendet. Und Wurstwaren, die haben zum Beispiel auch nichts im Babybrei verloren. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man ein wertvolles Öl dazu gibt, beispielsweise ein Rapsöl oder ein warmgepresstes Olivenöl, beide besser warmgepresst, damit die Fettsäuren vorhanden sind, die ein Baby braucht, damit der Energiegehalt etwas höher ist und damit gewisse fettlösliche Vitamine wie das Beta-Carotin aus den Karotten auch vom Baby aufgenommen werden können. Wie wichtig gesunde Ernährung für Kinder ist, das wird von den meisten Eltern ein bisschen überschätzt. Also es ist so, dass sich Ernährungsfehler nicht sofort negativ auswirken. Das dauert eine gewisse Weile. Andererseits haben alle Kinder Phasen, in denen sie einfach schlechte Esser sind, gewisse Sachen ablehnen, sich erst an Neues gewöhnen müssen. Sie müssen beispielsweise für sie neue Lebensmittel 10 bis 15 Mal probieren. Das heißt, kein Kind isst von vornherein Rosenkohl und Fenchel und alles andere in großen Mengen. Und da müssen sich Eltern eigentlich nicht so viel Sorgen machen. Wenn es gar nicht gut ist von der Ernährung her, kann man auch zeitenweise ein Multivitamin-Mineralstoffpräparat dazugeben und sonst kann man das Ganze ein bisschen gelassen anschauen. Natürlich ist die gesunde Ernährung wichtig, aber eher über die ganze Kindheit und über das ganze Leben gesehen, als wenn man jetzt 2-3 Wochen anschaut, in denen ein Kind vielleicht mal täglich ein Eis isst im Sommer oder auch nur mal Teigwaren essen möchte.